Ja, ist relativ unspannend, weil ja da nichts passiert, außer dass der da mit seinen Dingen rumhampelt. So, da sind wir wieder bei Stella. Ja, jetzt sind sie uns natürlich alle weg. Ja, genau, der Deal war, dass sie es niemandem verrät und nicht, dass sie ihn da rausholt. Das ist jetzt also unser Job quasi. Da ist. Jetzt sieht es ein bisschen böse aus. Und ja, ich glaube, jetzt ist sie relativ sauer auf uns. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir ihr gehörig auf die Oma hauen. Da habe ich jetzt einen Moment nicht aufgepasst. So. Hüpft und ach, verdummt. Nee, ist nicht so einfach. Es reicht nicht, auf die Wurfhand zu achten. Ja, das ist richtig. Nein, ich möchte bitte eine Bruderattacke machen. Genau, und ich möchte Stella angreifen. B, A und nochmal B. Und ja, zieht gerade mal 3 Punkte ab. Das ist nicht schön. Und verdammt, da habe ich zu spät gedacht. So, und ein Pilz und einmal ein. Ach. So, genau, ein Pilz von Mario. Mario hat nämlich noch 6 Lebenspunkte. Das ist keine sonderlich schöne Zahl. Und braucht gleich auch wahrscheinlich nochmal irgendwann einen Sirup. Hat nämlich auch keine Bruderpunkte mehr. Und das war gut daneben. Ach, jetzt habe ich schon wieder die falsche Taste gedrückt. Das ist aber auch verwirrend hier. So, ja, ich habe es nicht so mit in zwei Richtungen gleichzeitig zu denken. So, jetzt ist schon wieder die falsche. Meine Herren. Ja, das ist, weil B ist über dem A und Mario steht aber über Luigi. So, 2 Schadenspunkte, sehr gut. Nochmal 2. Ja, haha. Achte mal. Jawohl. Beziehungsweise, nee, Quatsch, das ging über Luigi. So, und Luigi bekommt jetzt als Item mal noch einen Sirup. Wobei, es wäre eigentlich sinnvoll gewesen, den Mario zu geben. Weil Marios Attacke einfach wesentlich stärker ist. Aber das macht nichts. Ja, wenn wir da nicht springen, weil es einfach drüber rollt. So, nein, Luigi habe ich gerade den Sirup fälschlicherweise gegeben. Also. Drauf, was das Zeug hält. So, hüpft wieder. Also nichts machen. Nein. Luigi hat noch Punkte. Also immer feste Druff. Ja, gibt wieder ganze 3 Schadenspunkte. Was ist denn jetzt mit Mario los? Extra. Mario hat ein Extra. Ja, ein Extra, das er nicht einsetzen kann. Das ist natürlich super. Ja, was sagen wir uns? Ja. Ja, ja, jetzt hätte ich springen müssen. So dumm, dass Mario das extra hat, das wir jetzt nicht benutzen können, weil wir keinen Sirup mehr haben. So, und der kullert und jetzt hätte ich mit Luigi eigentlich springen müssen. Ja, Hopsbruder kann ich nochmal einsetzen, setze ich gleich auch nochmal ein und erstmal hüpfe ich da jetzt weiter drauf. Der rollt und der rollt, ach Herrgott, noch uns. Oder extra. Ja gut, von mir aus. Super, macht dieselben Schadenspunkte wie vorher. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Der springt. Und der springt auch. Da passiert nichts. Gut. Weil jetzt ist es nochmal 14 Pilze. Ach du Heiliges. Nein, der soll Mario kriegen. Genau. Mario kriegt einen Pilz und jam, 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 jam. Schön angreifen. Und der rollt und jetzt hätte ich mit Mario. Der springt. Da passiert nichts. So, nochmal auf die Nuss. Und ja,
halb auf dem Mist der Welt. Jetzt hätte ich hier mal hüpfen müssen. Da bin ich jetzt ausnahmsweise mal richtig gesprungen. Ja, ah, wunderbar. Am Stella einen One-Up-Pilz und 20 Erfahrungen. Und ja, Mario kriegt ein Level-Up. Sehr schön. Heißt, er kriegt von mir den Bonus jetzt sofortigerweise auf seine Bruderpunkte. Und Luigi geht auch auf Level 5. Und der kriegt dann von mir den Bonus, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf seinen Angriff. Ja, 2, sehr gut. Dann macht er vielleicht mal ein bisschen mehr Schaden, das wäre äußerst wünschenswert. Ja, dann geh weg, Stella. Tschüss. Verzuppel dich. Das ist, ach, jetzt kommt Ette wieder an. Und, oh oh. Was macht er da? Ja, wir sollen die Stimme von Prinzessin Peach retten. Und Bowser wird einfach durch die Gegend katapultiert. Warum nicht? So, er war doch irgendwo da oben. Da ist der Schatten. Da ist der Speicherblock. Den nutze ich jetzt einmal. Ja. Dam, da, dam, da, dam. Ja, nicht, dass ihr denkt, es hakt. Es passiert einfach in der Zeit nichts. Na, es ist, also sogar die Musik setzt aus. Das ist von den Spielemachern vielleicht nicht unbedingt gut geregelt. Aber da gibt es Schlimmeres. So, und ja gut, hätte ich mir das Speichern da gerade sparen können. Es bleibt bei Bohnenland. Oben das Tintenfass hat ein kleines Smiley drauf, finde ich auch sehr schön. Ja, für... Oh, kennt ihr diese Melodie? Oh, großartig, die alte Dungeon-Melodie. Dum, 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 dum. Ach Gottchen. Gar nicht mitmachen. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Pilz wieder raus. Okay, da geht es höchstens darum. Das juckt uns gerade eher weniger. Da gibt es noch einen Pilz, sehr schön. Und, ach, ist das schön hier. Meine Herren. Da sind sie. Da sind wer? Ach, ach du Heiliges, was ist das denn? Wo ist Prinz Marmek? Wer ist denn jetzt schon wieder Prinz Marmek? Nein, okay. Wir haben ihn nicht entführt. Das steht schon mal ganz klar fest. Das hätte ich mitbekommen. Superstars des Pilzkönigreichs. Wir sind also Superstars. Die beiden sagen die Wahrheit. Oh nein, Stella hilft uns sogar. Ja, wir jagen die Hexe Luke Miller. Das ist vollkommen richtig. Prinz Marmek ist entführt worden, so hat man das aus Lachdorf. Ja, dann sucht ihr mal nach Hinweise, trug einen seltsamen Helm und hat einen Sprachfehler. Ja, das dürfte dann wohl, ach, wie hieß er noch? Knallfried? Krankfried, genau, Krankfried war es. Der ist der mit dem Sprachfehler und dem Helm. Und, ja, da ist ein Kaktor. Kennt noch irgendwer Kaktor? Final Fantasy 8? Ist der da nicht so, Kaktor? Na gut. Ach so, wir können mit dem reden. Ups. Ja, dieser Berg ist sehr mystisch. Wunderbar. Wir sind in Lachdorf. Hallo Lachdorf. Hallo Kaktus. Wir reden mit dir. Den sollte jeder mal besteigen. Fantastischer Ausblick. Wunder. Das ist ja ein interessantes Hauskonstrukt. Einfach so nach hinten hin offen. Weiß nicht. Plumpsklo. Man kommt nach Bohnenburg und zum Schloss Bonia. Viel schicker und moderner als wir in den Bergen. Ja gut, hier komme ich nicht rein. Da ist ein lustiges kleines Hüpfi. Der Flugosaurus. Okay, wir können nicht auf den Gipfel, weil der Flugosaurus nicht da ist. Geht mir die Ahadia, die ahadische Kultur, war hochentwickelt. Ein Relikt von ihnen. Ja gut, was bist du denn für ein cooler Junge? Zur Stadt am Fuß des Berges? Nein, wollen wir eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir auf dem Berg. Also glaube ich. Weiß ich nicht. Ich speichere mal. Kann nicht schaden. Und jetzt, ja, jetzt wird alles wegradiert. Und wir müssen in Lachdorf sein.
Ja, und mehr steht da auch nicht am Fuße des Lachbergs. So. So. Grinsoglyphen stellen Witze dar. Welche die Kultur. Lachberg-Wanderweg. Ja, nein, wir gehen da erstmal kurz rein, glaube ich. Mal zu gucken, was hier abgeht. Okay, hier, nachfahren. Gut. Bohnenmenschen, es gibt auch andere Völker wie eben uns. Ja, also gut, nach Bohne sieht er nicht aus, aber sowas in der Art. Also er ist auf jeden Fall einer Bohne nicht unähnlich, wenn auch ein bisschen kaktusartig. So. Und mal gucken, was hier so gibt. Ja, Luigi, komm nach. Es gibt Pilze. Pilze in Blöcken. Gibt da einen schönen Mario-Mythos, habe ich jetzt die Tage von gehört, dass König Bowser die Bewohner des Pilzkönigreiches alle in Blöcke verwandelt hat. Und was macht man in Mario andauernd kaputt? Richtig, Blöcke. Ziemlich grausame Vorstellung. Aber ja, so sind sie, die Japaner. Nein, das sollte jetzt nicht. Gott, ich mache mir schon wieder Feinde. Das Unternehmeraspekt ist das schon ein ziemlich brutales Spiel. Ich denke, also das erste Mario. Hier geht es ja nicht mehr darum. Okay, hier habe ich jetzt gerade einen Pilz befreit. Und da habe ich einen Sirup befreit und ja, Münzen und hallo! Am Wasserfall ist es angenehm, ja. Für immer stehen, ja, dann bleibt doch da stehen. Ich wette mit dir, egal an welcher Stelle im Spiel ich hier hinkomme, ihr steht da immer. So, was ist hier jetzt passiert? Ich habe Wasser getrunken. Ich kann nichts. So, vielleicht sollte ich das machen. Ja! Großartig, ist das zu irgendwas gut? Das ist ein toller Effekt. Ja! Da ist eine Turbine. Probieren wir das doch mal. Genau. Sub dich mal voll. Eieieiei. Mischung aus Relaxo und Mario. Na, bleibt in der Nintendo-Familie. So, und... er spuckt eine Münze aus. Klappt das mit Luigi auch? Kann der auch irgendwas? Ja, kann er auch. Na, aber er kotzt Zeug wieder aus. Ja, so ist brav. Was steht hier? Achtung, kein Trinkwasser. Bitte durch äußeren Druck abpumpen. Wasser bitte nicht auf Gegenstände spucken. Ja, zu spät, würde ich sagen. Hey, ach komm, wir probieren das jetzt nicht nochmal. Was bist du denn? Das kann wer oder was auch immer kommen, nichts in mich umwerfen. Schätze ich jedenfalls. Okay, da passiert schon nichts. Okay, der redet nicht groß mit uns. Dadurch, dass wir das Wasser auch nicht mitnehmen können, ja, müssen wir jetzt erstmal wieder zurück und auf ein Erdbeben oder sowas in der Art hoffen. Ja, jetzt... Da waren wir doch schon mal. Ja, genau. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter, sind weiter noch in Lachdorf. Was geht denn hier? Hammermacher, Klong und Zerbung. Ja, großartige Namen nebenbei. Okay, den kriegen wir nicht kaputt, weil wir haben keinen Hammer. Den Hammer kriegen wir aber noch. Soldaten kommen ins Dorf. Ja, okay, ich mach das nochmal. Soldaten kommen ins Dorf, der Flug ist aus, bleibt fort und dann stürzt die Brücke ein. Ich habe eine üble Vorahnung. Dem Berggipfel, ja. Ja, reparier du mal. Mit den Dorfbewohnern, kommt später wieder. Was mache ich denn die ganze Zeit hier, bitteschön? Ich mache doch nichts anderes, als mit den Dorfbewohnern reden. So, wisst ihr was? Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich speichere jetzt. Ja, ich möchte speichern. Es bleibt bei Lachdorf. Einmal kurz stricken. Ja, Speicherfunk beendet. So, ich mache nochmal das. So, und hier speichere ich jetzt und mach weiter. Beziehungsweise mach heute nicht mehr weiter. Alles klar. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es um Mario und Luigi Superstar Saga geht. Auf dem Game Boy Advance. Bis denn dann.